Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe euch ja kürzlich ein Video abgedreht, wo ich euch mal so, ja, so ein Food Haul gezeigt habe, mit frischen Zutaten, die ich eigentlich regelmäßig einkaufe, beziehungsweise im Speziellen jetzt darauf blickend, dass ich ja eine 5-tägige Saftkur machen werde, beziehungsweise oder gemacht habe, wenn ihr das Video seht. Genau, wie ich meinen Körper dann eben ja, diese Gemüsesäfte oder eben ja, Obstsäfte eben zufüge. Welche Zutaten ich dazu eben benötige, da habe ich euch, wie gesagt, ein Video abgedreht. Ich verlinke es euch auch gerne mal unten in der Infobox. Ansonsten wollte ich euch jetzt in diesem Video zeigen, was ich generell mir immer mal wieder so bei Amazon oder eben bei anderen Versandhändlern an Produkten kaufe, die ich eigentlich immer so vorrätig habe zu Hause. Eigentlich alles auch natürlich immer so ein bisschen. Ja, ist natürlich auch praktischer, wenn man da eben so ein paar abgepackte Varianten eben auch hat, die man nicht einmal in der Woche nachkaufen kann, sondern ich kaufe mir da wirklich immer einen guten Vorrat, dass ich dann erstmal meine Ruhe habe, weil das sind meistens auch Produkte, beziehungsweise viele von den Produkten, die ich euch zeige, sind jetzt eben auch nicht so preiswert, sage ich jetzt mal. Aber ja, gesund leben ist meistens teuer, ihr wisst, wie es ist. Aber ja, mir ist es das wert, habe ich euch ja auch schon mal gesagt. Von dem her ist es eine gute Investition. Aber was ich sagen wollte, deswegen kaufe ich immer gleich mehr. Dann gibt es meistens so Preisnachlässe, beziehungsweise ja, Mengenrabatt. Ihr wisst ja, wie es ist. Und man erspart sich einfach die Versandkosten eben auch. Genau, deswegen so viel dazu. Ich verlinke euch auch alle Produkte unten in der Infobox, soweit ich sie finde. Was ich eben mit diesen ganzen Produkten mache, die ich hier euch jetzt zeige, das ist die entweder für meinen Entsafter benutzen. Da habe ich euch auch schon mal ein Video abgedreht zu meinem Entsafter. Ich verlinke ihn euch unten auch nochmal. Oder ich hau die ganzen Zutaten in meinen Nutrition Mixer. Der zerhackselt neben mir eben dann auch so harte Sachen wie Nüsse oder ja, oder auch Kerne zerspaltet der eben und dann werden die Wirkstoffe eben auch spezieller eben freigesetzt. Also das ist ein richtig geiles Teil. Habe ich euch auch in meinem letzten Video gezeigt, wo ich euch eben meine gesunden, frischen Lebensmittel gezeigt habe. Wie gesagt, alles in der Infobox, ihr kennt das Spiel. Genau, und jetzt geht es eben um die Sachen, die ich eben auch täglich dann eben auch benutze, wenn ich mir mal Müsli mache, wenn ich mir einen geilen Fruchtsmoothie oder einen Obstsmoothie mache oder zwischendrin auch mal einen grünen Smoothie trinke, weil es mir einfach schmeckt oder eben auch, ja, also was gibt es Geileres als ein Obstsmoothie zum Frühstück? Ganz ehrlich, also ich liebe das. Ich habe euch auch schon mal ein Rezept dazu ja, gezeigt auf meinem Blog. Kann ich euch auch gerne mal verlinken. Das dauert wirklich, ich sag mal, 3 Minuten, dann ist euer Frühstück fertig und ihr könnt das auch auf Vorrat machen. Also es ist so geil und so lecker. Da sind Himbeeren drin, da sind Bananen drin. Also gesund ernähren heißt wirklich nicht, dass es nicht schmecken kann. Also das habe ich über die Jahre gelernt mit meinen alten 28 Jahren. So viel dazu. Das war kurz die Einleitung. Ich zeige euch jetzt als erstes so ein paar, ich sage jetzt mal, abgepackte Produkte, was man teilweise auch so ein bisschen als Nahrungsergänzung vielleicht in dem Bereich einordnen kann. Aber viele wollten es wissen, weil ich zeige das ja auch immer wieder auf Snapchat, wenn Pakete kommen. Und viele hatten eben dann immer gefragt, wo gibt es das? Was bringen die Zutaten? Also für was ist das? Also wenn euch das dann auch mal interessiert bei ein paar Zutaten, was die eben für eine Wirkung haben, dann kann ich dann natürlich auch mal näher drauf eingehen. Gebt mir gerne Feedback. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar ist es 500 Gramm Bio-Gerstengras. Also das ist, wie gesagt, ein Nahrungsergänzungsmittel. Gerstengras, das ist quasi so ein ja, Pulver. Das ist, wie gesagt, heute gekommen, deswegen heute der Haul. Genau, also einfach so zum Anmischen. Ja, coole Sache, mag ich sehr gerne. Und hält eben auch ewig in diesem Vorratspack. Dann wollte ich euch auch zeigen, dass ich auch so ein paar Nahrungsergänzungsmittel einfach auch so in meinen Alltag integriert habe, weil ich mir immer denke, why not? Also von dem her, genau, da habe ich Ginkgo Biloba heißt das Ganze. Ja, Ginkgo halt. Das habe ich aus einem bestimmten Grund, weil ich habe ja, ja seit über einem Jahr einen Tinnitus. Warum ich diesen habe, kann ich euch gerne auch mal ausführlich erzählen. Aber das hilft eben für die Durchblutung eben auch. Ich mache jetzt nur hier, weil hier der Tinnitus ist. Das hilft für die Durchblutung unter anderem eben auch. Und das hilft mir eben, dass der Tinnitus nicht ganz so laut ist. Aber Ginkgo ist generell auch ein sehr gesundes, ja, eine sehr gesunde Sache. Aber wie gesagt, wenn euch das ausführlich interessiert, was wie hilft oder wirken kann oder welche Wirkung welche Zutat hat, dann bitte schreibt mir das, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Genau. Dann habe ich noch Nahrungsergänzungs Ampullen nenne ich es jetzt mal. Das ist Maca
oder Matcha, Maca, je nachdem, wie man es nennt. Auch eine coole Sache. Ja, also das sind so Sachen, die habe ich täglich im Gebrauch. Und dann im Winter habe ich immer noch gerne Vitamin D3-Kapseln. Genau. Also das sind alles mal so Sachen, die ich jetzt mal wieder nachbestellt habe. Dann beim Rossmann gekauft habe ich mir mal wieder Omega-3 Seefischöl-Kapseln. Die benutze ich eigentlich seitdem, also Omega-3 benutze ich eigentlich seitdem ich das Sci-Zero-Programm gemacht habe. Da hat sich das irgendwie so in meinen Frühstücksablauf auch integriert. Also ja, habe ich beibehalten. So, und jetzt geht's, glaube ich, mal zu den wichtigeren Produkten bzw. auch interessanteren Produkten für euch. Also die meisten Sachen habe ich über Amazon bestellt. Da ist die Preis-Leistungsspanne immer am besten. Also ich vergleiche auch viel Preise, aber das ist wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Also da habe ich zum einen weißes Quinoa gekauft. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Also das sind auch immer so Riesenpackungen, 1000 Gramm, also ein Kilo. Dann habe ich mir mehrere Packungen schwarzen Reis bestellt. Das ist auch sehr gut. Das ist übrigens von Reishunger. Die haben ja ganz verschiedene Sorten. Kann ich euch auch empfehlen. Aber bei Amazon ist es halt auch praktischer, weil ich halt immer eine große Bestellung mache. Dann kommt so eine Kiste und alles ist mit dabei, was ich brauche. Dann habe ich mir mehrere Packungen Leinsamen gekauft. Die sind jetzt geschrotet. Da gibt es ja auch in unterschiedlichen Ursprungsvarianten. Wie gesagt, da ist auch Omega-3 mit drin. Also je nachdem, ob ihr Fischöl wollt oder eben das in vegetarischer, veganer Form wollt, dann wäre das vielleicht ganz sinnvoll für euch. Dann geht es weiter mit einem Gewürz, das ist Kurkuma, hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört. Genau, also auch in Pulverform das Ganze wieder. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, für was das ist, wie ich das anwende, wie ich das verwende, in welcher Kombination, dann gerne Feedback, schreibt es mir, dann mache ich auch gerne mal ein Food Diary oder so. Also wenn euch das interessiert, dann hier mit euren Fragen. Dann kaufe ich bei Amazon eigentlich auch immer Nüsse. Jetzt in dem Fall habe ich sie jetzt so woanders vor Ort gekauft. Aber also wichtig ist bei Nüssen auch immer, dass die nicht gesalzen sind oder gezuckert. Gesalzen. Also naturbelassen sollte da meistens draufstehen. Genau, das ist auch immer im Idealfall, kauft ihr euch halt einfach Nüsse und knackt die dann selber. Das ist natürlich die beste Variante. Dann habe ich mir, ein Produkt gekauft, wo ich den Namen wahrscheinlich niemals aussprechen werde können. Das sind Goji-Bären, wie auch immer. Ich liebe die. Das ist auch sowas, was ich so als Snack-Alternative gerne nasche zwischendrin, weil ich einfach die Konsistenz mag. Das ist eigentlich wie so ein, wie ein Kaugummi eigentlich schon fast. Also wie so ein, wie so ein Gummibärchen. Also man kann lang drauf rumkrauen. Ich liebe das. Also ist leider, wie gesagt, nicht ganz so preiswert, aber mega gesund und große Liebe. Und dann habe ich noch die allseits bekannten Chiasamen gekauft. Man liebt sie oder hasst sie. Ich mag sie mittlerweile sehr gerne. Ich musste mich an die Konsistenz gewöhnen. Also ich verstehe, dass man Chia-Pudding nicht mag. Das kann ich eher nachvollziehen, also wegen dieser glibberigen Konsistenz. Aber wie gesagt, ich mache die eben auch manchmal in meinen Nutrition-Mixer und häcksel das ja alles durch. Und dann sind die zerspalten und man schmeckt sie quasi nur noch raus, aber man fühlt sie nicht im Mund. Von dem her, aber wie gesagt, wenn ihr Rezepte hören oder lesen oder sehen wollt, dann gebt mir gerne Feedback. Also das war jetzt mal so meine aktuelle, eigentlich Amazon-Bestellung, kann man schon sagen, weil ich habe eigentlich 99% von Amazon mir gekauft und bestellt. Euch hat es interessiert. Ich hoffe, euch das Video war jetzt interessant für euch, für alle, die mich gebeten hatten, das mal abzudrehen und zu verlinken. Also von dem her, wie gesagt, gerne Feedback, ob euch das ganze Thema Ernährung, ob euch das interessiert, ob das spannend ist für euch, ob ihr da mehr sehen wollt und ob euch auch interessiert, wie meine Detox-Kurzeit verlaufen wird. Also ich mache ja 5 Tage eine Tee- und Saftkur. Werde da aber eben auch so ein paar Bestandteile zum Kauen mit einbauen. Also ich werde auch Obst und Gemüse essen, das darf man auch. Ich habe mich informiert und werde vielleicht auch so ein paar Nüsse zwischenzeitlich essen. Deswegen, also alles, was ihr hier seht, kann ich, glaube ich, auch gebrauchen während dieser Phase. Und
Mein eigener Entsafter wird sicherlich auch im Gebrauch sein, weil mir diese gelieferten Säfte wohl nicht ausreichen werden. Ich habe ja da schon mal Erfahrung gemacht mit so einer Saftkur. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da vielleicht auch noch Fragen habt, dann ja, gerne auch unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, Videowünsche und so weiter, immer her damit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne einen Daumen hoch oder klickt auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wie gesagt, ich nehme euch mit auch bei meiner Detox-Kur und ja, gehe auch vielleicht auf die Gründe und so weiter ein. Also bleibt gespannt und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!